Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ja, es regnet, hört man auch. Jetzt nicht, jetzt hört man's. Je nachdem, welche Taste ich gerade hier gedrückt habe. Im Übrigen kann es passieren, dass gleich hier wieder ein Bus bei mir vor dem Haus wieder lang fährt. Also nicht wundern, wenn ich dann wieder einen Schreck bekomme. So, ich warte jetzt hier ab, bis er wieder einen Zug rausschickt. Ich höre schon im anderen Schattenbahnhof, schickt er gerade einen raus. Im Prinzip, der Regensound in EEP ist ein bisschen besser als der Standardsound von dem Vogelgezwitscher. Weil da gibt es mittlerweile besseres. So, jetzt warte ich hier ab, bis er dann irgendwann mal was. Einen Zugverkehr ja wieder rauslässt. Ob es überhaupt schaltet. Das hier geht es nämlich. Der Steuerkreis und das Gleis hier überschneiden sich. Müsste jetzt aber bald einer rausgeschickt werden. Vorausgesetzt, ich habe nicht in meiner Wut, die ich in den letzten Folgen hatte, weil einfach nichts funktioniert hat, den auf Halt gesetzt. Und fahrt, bitteschön. Es passiert nichts. Wird einfach manuell jetzt den Zug wieder rausgelassen. Satz mit X war wohl nichts. Das Gleis, nämlich Gleis 5, ist nämlich leer. Also es wird heute echt eine Folge zum Überprüfen. So, jetzt dürfte er Glück haben. Also Positionen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sind belegt. 14 ist leer. 15 ist belegt, 16, 17, 18, 19 ist leer und die 20 ist belegt. Und das wird sich dann alles so umverlagern, dass dann hier auch die Lücken auf 14 und dann die 16 wahrscheinlich sich weiter füllen werden. Hier, die Gleise sind ja nur für die Wendezüge vorgesehen. So, wir haben jetzt 48, eine Minute zu spät. Na gut, ich will mich hier nicht über die Verspätungen aufregen. Die betragen ja bei den Bussen hier nur wenige Minuten. Aber maximal 2 Minuten, was ich bisher jetzt mitbekommen habe. Weil die fahren eigentlich immer zur Minute 47 hier lang. Ist zwar Umleitungsverkehr, aber sind trotzdem pünktlich. Im Gegensatz war jetzt mal in Dresden unterwegs gewesen. Wollte umsteigen und an der Umsteigehaltestelle, wer sich in Dresden ein bisschen auskennt, Fetscherplatz. Der wird momentan gebaut. Davon wusste ich nichts, bin dort ausgestiegen aus der Linie 10. Hab da gesehen, ja, 64, okay. Fährt in 8 Minuten, gut. Kennt sich zwar nicht so gut aus, aber die Haltestelle wirst du schon finden. Ja, Haltestelle habe ich gefunden. Nur war die Haltestelle erstmal nicht gültig. Also die reguläre Haltestelle wurde wegen den Bauarbeiten außer Betrieb genommen. Ja, und dann ging die Sucherei nach der Ersatzhaltestelle los. Zum Glück haben mir dann zwei Passanten dann auch gesagt, wo die Ersatzhaltestelle ist. Und die hätte ich wirklich nicht gefunden. Die ist in so einer schmalen Nebenstraße. Ist einfach die Haltestelle. Ich hätte doch später in der Straße umsteigen sollen. Vielleicht wäre das besser gewesen. Nein, ich möchte jetzt nichts abspeichern. Okay, irgendwo hapert. Wurde ja ausgelöst. 100 Sekunden. Immer eine Zeitraffung rein. Von 20 Sekunden.
Löse das Ding mal manuell aus. Ist doch gedrückt. Warum passiert jetzt hier nichts? Nicht gedrückt hier, das muss ich einstellen. Und nochmal bitte. 15 ist leer. Ne, 415 nochmal ansteuern, aber auch nicht viel. Satz mit XAU nichts. Ich stelle das jetzt mal so kurz ein bisschen um, damit ich auch mal was Interessantes rausfahren darf. Ah, stimmt, das ist ja Position 0. Da verschiebt sich das ja. 20 ist ja das Gleis hier ganz außen. Moment. Und das passiert, wenn man vergisst, die Zeitraffung wieder rauszunehmen. Es endet im Chaos. Du hier. Einmal umkehren, bitte. Was ist denn das hier überhaupt für einer? Na, Verkehrszug. Okay, alles so. Wird schon alles so stimmen. Wird mir jetzt auch nicht so schnell ihren Zug wieder rausschicken. Sicherheitshalber, lass mal kurz jetzt 20 Sekunden durchlaufen. Dürfte jetzt aber nichts mehr passieren. Jetzt würden bloß noch animierte Scheibenwischer fehlen. Und das gibt's in, also in höheren Versionen habe ich das schon bei einigen Modellen gesehen gehabt, dass die animierte Scheibenwischer haben. Also scheint doch alles so zu funktionieren, wie es eigentlich jetzt soll. Erfreut mich schon mal. Dass ich eigentlich so relativ viele Züge zusammenstellen konnte, trotz meines eher vergleichsweise recht wenigen Modellbestand an Bundesbahnfahrzeugen, geht es ja eigentlich, was ich hier an Zugverkehr zusammenstellen konnte. Das passt tatsächlich gerade zu dem, was bei mir draußen ist. So. Keine Ahnung, warum in Vollbild der Regensound vorhanden ist. So, aber das nächste werden dann hier die Fahrleitungen werden. Dass ich die dann hier bis zum Ende durchziehe. Zum Beispiel mit dem Gleis werden die dann hier so rübergeleitet werden. All die Gleise hier, die vier Gleise, die bekommen keine Fahrleitung. So, der fährt aus. Das Signal geht wieder auf Halt. Die gesamten Signale sind auch richtig eingestellt. Ja, also solange die Züge rollen, dann ist ja gut.
kann ich ja noch die Sichtweite ein bisschen runterschrauben. So, was? Funktioniert. Was macht denn der da hinten? Och nö, oder? Da habe ich wohl noch einen Fehler gefunden. Ab 200 Dinger Fahrt ist, es ist aber auf Halt. Das zeigt doch Abzweig an. Er hätte den eigentlich auf das andere Gleis daneben schicken sollen. Jetzt funktioniert es auf einmal. So, dann warte ich noch ab, bis der nächste Zug rausgeschickt wird. Wir dann erstmal noch die Signale dann nochmal nachschauen, ob das alles so funktioniert. Zeiteigenschaften 10. Und wieder auf 1. Das. Ah, der TEEM wird gerade losgefahren. Ich gehe wieder auf Vollbild. Jetzt scroll ich mal ein bisschen raus. Und prüfender Blick aufs Signal. Fahrt. Es funktioniert wohl jetzt. Einigermaßen. Trotz miesen Wetters. So, und an dieser Stelle bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge. Aber die Durchfahrt von TEEM, die wird natürlich noch aufgezeichnet.